Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute möchte ich dir diese Betonwichtel zeigen. Ganz einfach zu machen, alles Upcycling, das Innenleben von jedem Wichtel mit Bart, ohne Bart, für ein paar Cent mit alten Socken. Größe egal, Zustand egal. Und die gehen so einfach. Du brauchst dazu nur Konservendosen, leere, egal welche Größe, was du zu Hause hast. Frühstückstüten, Gefriertüten oder Upcyclingtüten, irgendwelche Kunststofftüten. Ein Band, am besten ein Paketband oder eine Wolle, die du da hast. Ein bisschen Luftpolsterfolie oder irgendeine andere Verpackungsfolie, große Tüten, sowas, die wir zusammenknuddeln können, in Klebeband, Wasser, Zement und Sand. Aber das zeige ich alles nach und nach. Und so cool werden dann diese Wichtel wetterfest, urig. Kannst du auch noch anmalen, wenn du Lust hast. Nur aus diesen Upcycling-Materialien. So, und dann würde ich sagen, falls es dich interessiert, dann fangen wir mal an. So, als erstes nehme ich einfach einen Gefrierbeutel, mache Sand hinein und stecke den in die Dose, weil ich ein gewisses Gewicht haben will. Der soll nicht gleich umfallen und dann brauche ich ein bisschen Gewicht. Und dann kommt das einfach hier so rein und dann halt auch in der Tüte, damit das auch zusammen bleibt, der Sand. Das mache ich jetzt überall. So, dann brauchen wir Luftpolsterfolie und ein Klebeband. Das ist jetzt wirklich die Grundlage. Das gibt das Innenleben von unserem Wichtel. So. Einfach hinein, so wie die Wichtelform sein soll. Und dann nehmen wir das Klebeband. Dass es nicht aus der Dose rutscht. Und dann nochmal in Form gebracht, wie eine Zipfelmütze. Aber das macht dann auch noch der Beton. Aber schon mal die Grundlage. So. So einfach geht's. Die Grundform. So, schön schwer, schön stabil, wasserfest. Und dann kann man verschiedene machen. Dann brauchen wir, ein bisschen Platz gemacht, ein Gefäß, wo wir den Socken, den wir zum Überziehen nehmen, erstmal einweichen, weil wir machen ja Modellierbeton und die Tuchbeton. Und dann kommt einfach nur mal lauwarmes Wasser rein. Ein Spritzer, handelsübliches Spülmittel. Das nehme ich immer, deswegen hat es ein paar Flecken. Und einen großen Esslöffel Zement. Also wir machen ungefähr einen Liter hinein. Und einen Esslöffel Zement gut verrühren. Und dann kommt der Socken, nachdem wir den jetzt vorbereitet haben, erstmal in das Wasser zum Tränken. Wir nehmen jetzt wieder Luftpolsterfolie, machen da so einen kleinen Ball draus. Und dieser benutzen wir als Nase für unseren Wichtel. Den legen wir fest an, da wo die Ferse ist. Dann nehmen wir ein Band. Und das nehmen wir doppelt, schlingen das drumherum und lassen es dann hängen, weil wir machen gleichzeitig auch ein Bart. So. Einfach hängen lassen, ein bisschen auf Länge noch schneiden. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Einfach ein Band, eine Wolle, muss aber saugfähig sein. Aus Kunststoff darf es nicht sein, weil dann kriegen wir keine Feuchtigkeit hinein. Nachher kann man natürlich auch Fell, Kunstfell, noch aufkleben. Das zeige ich dann noch mal der anderen Art.
Und jetzt machen wir erstmal das mit den Fäden um die Nase rum. Das geht am einfachsten. Sowieso schön, wenn es unterschiedliche Wichtel sind. So. Das kann man sich dann alles noch in Form ziehen. Nur, dass wir schon mal einen Anfang haben. Nase, Socken, Oberteil. Das ziehen wir uns dann alles. Und die Socken müssen jetzt erstmal zum Drängen in das Wasser mit dem Spüli und dem Zement, damit sie dann später die Betonmischung besser aufnehmen. So, jetzt machen wir unseren Beton. Ich nehme immer die gleiche Dose, das gleiche Maß und mache erstmal einen Becher oder eine Dose Zement hinein. Das ist jetzt so eine Maisdose und dann kommen zwei Becher Sand. Was nehme ich für einen Sand? Ich nehme immer den für einen Sandkasten aus dem Baumarkt. Der kostet ein großer 25 Kilo Sack 2,99. Der ist gewaschen, der ist ganz fein. Der gibt ein wundervolles Ergebnis. Ich kann es gut transportieren. Und also ich finde es ideal dafür. Wie gesagt, gewaschen, fein. Und dann kann man gut bearbeiten, sind keine großen Stücke drin an Sandkörnern, sondern schöne, feine. Das Verhältnis ist bei diesem Beton eine Dose Zement, zwei Dosen Sand. Kommt drauf an, wie viele ihr machen wollt, wie viele Wichtel. Das reicht jetzt ungefähr für 5 Stück. Hier ist es Zementwasser mit dem Spüli, Socken hinein. Muss gut getränkt sein, das ist ganz wichtig. So, und jetzt mischen wir erstmal mit der Hand Zement und Sand gut miteinander. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich nehme dazu immer so einen alten Eimer. Einer ist gerade wieder kaputt gegangen, aber ich mache auch viel Beton. Aber das ist so meine Lieblingsgröße. Dazu kommt jetzt zu Anfang erstmal eine Dreiviertel Dose Wasser. Jeder Sand zieht anders. So, dass man immer gucken muss, wie viel brauche ich. Das muss ziemlich flüssig sein, aber auch nicht zu flüssig. Ja, das war jetzt schon sehr gut. Also es war wirklich ideal. Ich zeige es mal. So eine lockere Pampe wie ein sehr, sehr flüssiger Honig. Und dann mache ich noch ein bisschen Spülmittel rein. Warum? Der Beton zieht extrem schnell an. Ich brauche aber noch ein bisschen, bis ich dann die Vorbereitung habe. Und wenn ich Spülmittel reinmache, zögere ich das heraus. Es trocknet nicht so schnell weg. Und ich habe einfach Zeit zum Ausmodellieren. Also es verändert die Oberflächenspannung vom Wasser. Und dann hat man einfach Zeit, ja, wenn man mal was rauskriegen wird. Na, ungefähr so ein halbes Schnapsgläschen voll. Und dann habe ich wirklich Zeit hier zu arbeiten, sonst läuft mir das weg. So. Handschuhe, auf jeden Fall Einweghandschuhe oder andere, die du möchtest. Nochmal ein Band brauchen wir jetzt. Ich nehme am liebsten Paketband. Du kannst aber auch eine Wolle nehmen, die du vielleicht zu Hause hast. So, und als Untergrund nehme ich immer eine Platte, ein Tablett, ein altes Backblech, irgendwas, was da ist. Mach mir eine Folie drumherum, Frischhaltefolie, gelber Sack, irgendwas. Dann kann es darauf schön trocknen. Und ich bin auf der sicheren Seite. So, Socken ist eingeweicht. Der kommt jetzt gut vermengt in den Beton. Schön durchrühren, dass überall Beton ist. Und dann wird er von unten nach oben über unser Grundgerüst gezogen. Aber erst kommt überall Beton hin. So. Aufmachen ist ein bisschen eine Knetscherarbeit, aber alte Sachen an, geht das so hochwickeln. Als wollte da einen Socken anziehen. Eine zweite Hand wäre auch nicht schlecht, wenn jemand hat, der gern mitarbeitet. Kinder können jetzt ran, nachdem es kein Pulver mehr gibt, sondern flüssig,
Weil Zement, wenn es in die Augen kommt, ist gefährlich. So, jetzt wird es drüber hingezogen. Schön nach oben. Durch die Dose geht das auch prima, weil das was Festes ist. Wenn ich jetzt nur Luftpolsterfolie nehmen würde, erstmal wird es hängen, wird es nicht stehen und ich hätte gar kein Gegengewicht. So, und rein. Schön nach oben alles. So, jetzt gucken wir, dass die Nase richtig sitzt. Auch so ein bisschen die Stirn überlappend. Das ist mir immer ganz wichtig. Nach innen alles. Stopfen, stopfen. Hier oben binden wir zu mit dem Band. Und dann wird noch modelliert. Erstmal zubinden. Das ist so wie die Bommel von der Mütze. So, zeig's mal. Also oben zubinden, wie eine Bommel von der Mütze. So. Und jetzt da in Form ziehen. So nach unten, Nase, Bart. Das macht ja alles die Luftpolsterfolie mit. So, und dann nochmal drüber hingehen. Nochmal einstreichen. Und durch die Folie, die wir haben, kann man es dann nachher, wenn alles getrocknet ist, einfach entsorgen. Den Schnippel würde ich auch nachher erst abschneiden. Kann man auch eine Schleife binden, wenn man das schön findet. Ist dann eher ein bisschen verspielter. So, das trocknet weg und durch die alte Socke hat man gleich eine tolle, tolle Form. Der Bart ist auch schon, man kann dann auch noch mehr Zipfel dran machen beim nächsten und dann noch mal ein bisschen runterziehen, dass das wieder so eine Stirn ist. Die Mütze so ein bisschen drüber hin. Und dann muss es stehen. Bitte nicht unter 16 Grad das Ganze. Eher ein bisschen wärmer. Und dann wäre der erste Wichtel fertig. Sieht man es denn? Ich zeige es nochmal nach. So wäre der erste Wichtel jetzt fertig zum Trocknen. Nochmal ein bisschen nachdrücken. Lasst es ein bisschen anziehen, so eine halbe Stunde. Kann immer noch mal ein bisschen Beton drauf geben. Wenn man irgendwo noch mal den Socken nicht eingestrichen hat, ist ja kein Problem. Einfach nur mal Beton drauf. Aber die Nase gut ausbilden, die ist ja so wichtig. So. Und nach einer halben Stunde vielleicht noch ein bisschen nachdrücken, dass die Zipfelmütze runterkommt. Und dann ist der Wichtel nur endgültig fertig. Beim nächsten mache ich dann noch ein paar mehr Haare dran. Und auch mal einen mit künstlichem Fell, dass ich es dann anklebe. Trocknen mindestens 3 Tage. Ja, und das wäre jetzt das. Und ich mache jetzt noch ein paar. Und so habe ich dann immer Besuch von unserem Baloo. Wir haben ja 4 Katzen, da zeige ich ja auch nochmal Videos. Und er ist immer dabei. Das finde ich total toll, wenn ich draußen was mache. Und noch geht's draußen. So, die Wichel sind jetzt gut getrocknet. Und ich hatte ja gesagt, wir haben hier die Bände. Das gibt auch ein ganz toller Bart, aber man kann auch noch mal Plüsch nehmen. Langer Plüsch habe ich hier und dann schneidet man sich einfach einen Bart. Muss mal gucken hier rum. Ich kaufe den eigentlich immer in Resten. Man kann aber auch eine Decke nehmen, ein Kuschelkissen. Die gibt es manchmal im 1-Euro-Shop für wenig Geld. Und dann schneidet man sich ein Bart heraus. Immer anpassen an der jeweiligen Figur. So, das andere, der Rest gibt es ein Katzenkissen. So, dann zippelt man sich ein bisschen die Haare raus. So, passt nochmal an. Und dann kann man es mit Heißkleber oben am Rand festkleben. Direkt unter die Nase. Schön in den Bogen, bis zur Mütze hoch. Weil ja der Look sein soll, dass man die Augen gar nicht sieht. Heißkleber hält auch auf Beton.
Wenn ihr das nicht habt, einfach Silikonkraftkleber. Und dann hält es auch. So, muss ein bisschen trocknen. Und dann hat man auch einen Wichtel mit so einem Extrembart. Kann man auch ein bisschen nachschneiden dann an der Figur. Und so einfach ging es. Alles Upcycling. Wirklich ja so ein olles Kissen gibt es so oft. Oder die Oma hat eine Schwunddecke mit diesem Langhaarplüsch. Und dann ist es auch fertig. Wie die anderen Wichtel, die du hier im Hintergrund siehst. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Du konntest gut mit mir basteln, betonieren, Upcycling, fast alles, was mir immer ganz wichtig ist. Und dann eine wundervolle Zeit. Vielleicht schaust du mal wieder rein. Bei mir gibt es ganz viele Ideen. Vom Basteln, Stricken, Häkeln, Nähen, Backen, Kochen, unser schönes Heimatland, Dorfkind und, und. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.